Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bratans aus Favelas 2 Box von Juri. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bratans aus Favelas 2 von Juri, das Ganze am 24. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist genau oder ziemlich genau 2 Jahre her, etwas mehr als 2 Jahre. Da ist der erste Teil erschienen, sah so aus, Bratans aus Favelas. Die Box zu diesem Album habe ich euch natürlich schon vorgestellt, findet ihr auf meinem Kanal. Und jetzt, nach etwas mehr als 2 Jahren, ist es an der Zeit für Teil 2. So, wir werden als erstes mal die Folie erledigen. Einmal einschneiden. Und ab geht's. So. Also, das ist die Box. Vom Artwork her deutlich schlichter gehalten als der erste Teil. Wir haben hier eine schwarze Box. Oben ein orangener Aufdruck. BBM präsentiert Juri Bratans aus Favelas 2. Dann hier unten Bikini Bottom Mafia Established 2014 BAF 2. Ja, das Ganze hier wie so ein Logo eines Fußballclubs gehalten, auch hier der Fußball in der Mitte. Rechts unten gibt es noch den Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Seite nochmal der Aufdruck, den wir hier oben haben. Ansonsten hier in Schwarz, dann hier auch nochmal der Aufdruck, unten wieder in Schwarz. Und auf der Rückseite ganz klassisch der Barcode und die Logos der Beteiligten. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes haben wir hier ein Shirt, dann haben wir eine massive Halskette, das Album an sich, die Bonus-EP, die Champions League EP Volume 2, ein Poster ist mit dabei und diverse Sticker. Also wenn ich sie richtig erkenne, 6 Sticker, 3 Motive, a 2-mal. So, von innen die Box in Weiß, eine reguläre Clubbox, Standardformat. Und dann würden wir gleich mal hier mit den Folien weitermachen, aber erst noch kurz hier den Rest beiseite legen. So, 3 Sachen hier noch in Folie. Einmal das Shirt. Sehe ich jetzt hier gar nichts klassisch zum Aufreißen, deswegen machen wir einfach mal einen kurzen Prozess. So, und dann legen wir das hier mal zur Seite. Dann haben wir die Halskette, die hat hier was zum Aufreißen. Hat hier auch noch den Anhänger in Papier eingelegt, dass der nicht irgendwie zerkratzt wird beim Transport. So, und dann kommen wir noch zum Album natürlich. So, auch dieses wie gewohnt eingeschweißt, werden wir mal hier aufschneiden und dann geht's auch schon los. Also, das ist das Cover, Bratans aus Favelas 2. Wir haben hier den Interpreten sitzend auf einer Stiege, links hier ein mächtiger Hund, der hier gerade die Stiegen runtergeht und rechts eine Person hier mit einer Sturmmaske und es sieht so aus, als würde die hier gerade die Seiten kürzen bei Juri. Also der Friseur hier am Werk, dann unten links Verbraucherhinweis auf Englisch. Dann hier wieder BBM präsentiert, Juri Bratans aus Favelas 2. So sieht das aus auf der Seite und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks auf dem Album. Features sind 3 mit dabei, einmal San Diego, einmal Kollega und einmal Bushido. Ich glaube, alle 3 Tracks, ja, ohne Ausnahme, alle 3 Features wurden auch im Vorfeld als Videos veröffentlicht. So sieht das aus, Barcode Beteiligte und dann schauen wir mal rein. So, als erstes geht es natürlich mal ans Booklet, das ist recht dick. So, Juri abgebildet mit Zigarette, so kennt man ihn. Dann die einzelnen Tracks hier
mit den Features und den Infos, wer die Beats beigesteuert hat. Geht dann hier weiter. Fotos gibt es auch noch dazu. Und zum Weiteren gibt es dann hier noch eine Doppelseite mit Foto. Weitere Tracks. Zum Abschluss eine riesengroße Danksagung. Könnt ihr euch natürlich gerne anhalten und durchlesen. Und natürlich die Credits zum Album. Ja, BBM, Bikini Bottom Mafia zum Schluss. Dann haben wir die Album-CD. Die kommt hier natürlich auch wieder in diesem Schwarz-Orange. Hier gibt es die Stiege, in diesem Fall leer. Und das war's mit dem Album. Also das Ganze hier im regulären Jewel-Case. Wir haben eine Bonus-CD, eine Bonus-EP mit dabei. Champions League EP Volume 2. Wir erinnern uns, in der ersten Box Bratans aus Favelas war ja die Champions League EP dabei. In diesem Fall ist eben Nummer 2 hier. Tracklist, ungewöhnlicherweise hier auf dem Cover mit drauf, 8 Stück. Und wir haben hier auch die Interpreten. Also es sind viele Tracks von Juri mit Features, aber es sind auch Tracks von anderen Interpreten des Labels. Also genau wie man es kennt, vom ersten Teil haben wir hier das ganze Label Bikini Bottom Mafia repräsentiert. Aber wir haben auch einen fremden Interpreten, genau hier, Track Nummer 7, Asche, der ist ja auch mit dabei, oder auch Track Nummer 3, Mo Phoenix. Ja, ansonsten hier BBM-Interpreten. So, hier auch nochmal im Detail, auch mit Infos über die Produzenten. So sieht das aus, die Credits. Dann haben wir die CD, die auch wieder hier in Schwarz und Orange. Und das Ganze kommt hier in einer Papphülle. So, als nächstes haben wir hier einen Gegenstand, der echt einiges wiegt. Und zwar haben wir hier eine Halskette mit einem ziemlich dicken Anhänger. Das ist der Anhänger, BBM, darunter nochmal hier im Detail. So sieht das aus. Auch auf der Rückseite lesen wir BBM Member. Und diese Kette ist ja wirklich eine dicke Königskette. Die ist ziemlich schwer, sieht auch ziemlich massiv aus, also allein die Kettenglieder hier sehr, sehr dick, sehr umfangreich das Ganze. Und hier oben gibt es natürlich den Verschluss, bedeutet man kann dann hier aufmachen und die Kette natürlich dann auch bei Bedarf, na, wenn man möchte, anders tragen, also eventuell auch enger stellen, aber ja, das ist so die vorgesehene Standardlänge der Halskette. Und dann kann man hier BBM auf seiner Brust präsentieren. Gut, wir kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar, wie so oft, ist es ein Shirt. In der ersten Box war ja damals ein Trikot, so ein Fußballtrikot mit dabei. In diesem Fall ist es ein klassisches T-Shirt geworden. So, hier lesen wir einmal groß, so dunkelgrau auf schwarz, den Aufdruck BBM, Bikini Bottom Mafia. Auf der Rückseite haben wir hier so einen Neckprint, mehr oder weniger. Favelas, auch wieder in dunkelgrau. Und auf dem rechten Ärmel haben wir dann hier noch einen 14er. Also ich glaube, das bezieht sich auf das Gründungsjahr 2014. Und wir haben es hier zu tun mit einem BBM-Shirt. Die Marke, also das Etikett, wurde hier rausgeschnitten. Bikini Bottom Mafia L 100% Baumwolle. Jetzt schauen wir mal, ob wir eventuell hier unten noch einen Zettel finden, aber nein, sieht nicht so aus. Ja, wäre auch irgendwie ein bisschen unlogisch, wenn man oben sich die Mühe macht, das Ganze zu entfernen und dann unten irgendwas drin lässt. Okay, also, ich gehe mal davon aus, rein so, wie sich das anfühlt von 100% Baumwolle. Was die Herstellung betrifft, das Ursprungsland kann ich euch leider nicht genau sagen. Also, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Dann haben wir Sticker mit dabei, 2, 4, 6 Stück. Und zwar haben wir hier Sticker in unterschiedlichen Formaten. Einmal hier rechteckig im Querformat, BBM ist die Gang in Schwarz und Weiß. Dann ganz klassisch das Albumcover, also hier dieses mehr oder weniger Fußballclub-Logo in Schwarz und Orange, quadratisch. Und dann einmal hier der Aufdruck, den wir auch auf der Box hatten, jetzt hier auf den Stickern
BBM präsentiert Juri Bratans aus Favelas 2. Also nochmal zwei Sticker, rechteckig. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch mit dabei ein Poster. Machen wir mal auf. So. Hier gibt es einen Knick, nicht dass es kaputt geht. So, also, wir haben hier den Interpreten, der hier scheinbar in den USA steht, vor einer Stopptafel, also vor einer Kreuzung hier, in einem schwarzen Scarface-Shirt werden hier die Dollar gezählt und hier unten lesen wir dann auch wieder das hier, nur eben in weiß. Und auf der anderen Seite haben wir ganz klassisch BBM in schwarz und orange. Also das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Querformat, im Hochformat natürlich. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt im Hochformat. Dann die Sticker, wie gesagt, drei verschiedene Designs, also sechs Sticker hier mit dabei. Dann die massive Halskette mit dem BBM-Anhänger hier in Gold. Die Bonus-EP BBM Champions League EP Volume 2 mit 8 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Bratans aus Favelas 2 im regulären Jewel Case mit 14 Tracks. Mit der Bonus-EP plus 8, also 22. Und diesem Shirt in der Größe L. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Es gab zusätzlich noch einen weiteren Inhalt, den ich euch aber leider nicht herzeigen kann, denn es gab in allen Boxen die Chance auf eine VIP-Card, also Gewinnspiel mehr oder weniger. Gab es ja damals bei der ersten Box auch schon. Und mit dieser VIP-Card, falls ihr die vorfindet in eurer Box, habt ihr irgendwelche ganz speziellen Vorteile und ich glaube auch Kontakt zu BBM, also dann bekommt ihr irgendwie die Handynummern und seid in Kontakt mit den Jungs und so weiter. Also die ist mit diversen VIP-Sachen verbunden. Ja, war bei mir leider nicht dabei. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box. Bratans aus Favelas 2 von Juri. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Juri unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.